Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Stifte, beziehungsweise wir machen uns eine Aufbewahrung für Stifte. Und ihr seht jetzt, ich habe jetzt hier ganz viele blaue. Mit dieser Aufbewahrung können wir nämlich super unsere Stifte nach Farbe sortieren. Ich bin ein absoluter Stifte-Junkie. Unzählige Stifte in zig verschiedenen Farben, beziehungsweise in ganz vielen Blautönen zum Beispiel. Und ich wollte die immer gerne mal sortiert haben und habe nicht so wirklich was gefunden im Internet, beziehungsweise wenn, dann fand ich es sehr teuer. Und ja, warum nicht ein bisschen Nachhaltigkeit und einfach mal ein bisschen Müll zu was mal machen. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Wenn ihr mehr von unseren neuen Videos sehen wollt, vergesst das Abonnieren nicht. Ich sage sowas sonst eigentlich nie, aber ich wollte es jetzt auch einfach mal sagen. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Wir brauchen ein schönes, dickes, festes Stück Pappe. Ich habe jetzt hier von einem Umzugskarton die Pappe genommen. Kreppband, ein Bleistift, Cutter oder Schere. Dann, wenn ihr habt, so ein Patchwork-Lineal. Wenn nicht, langt auch eine ganz normale rechteckige Vorlage. Mein Stück ist jetzt hier 30 cm lang und 15 cm breit. Dann habe ich jetzt hier Klebefolie genommen. Ihr könnt aber auch Pappe nehmen, dann braucht ihr noch einen Klebestift. Oder ihr nehmt andere Folien, ganz egal. Einfach irgendwas, um nachher die Ränder zu verschönern. Ihr könnt auch Washi-Tape nehmen, das geht natürlich auch. Als erstes müssen wir uns jetzt das Rechteck auf unsere Pappe malen. Also dafür einfach das Rechteck einmal komplett drauf malen. Wenn ihr eine Vorlage habt, einfach auch drum herum fahren. So wie ich jetzt hier mit dem Bleistift. Bevor wir das jetzt ausschneiden, machen wir uns schon mal Markierung. Dadurch, dass wir ja eine Zahl haben, die sich durch 3 teilen lässt, das ist auch ganz, ganz wichtig, bevor ich es vergesse zu sagen, machen wir uns jetzt 2 Markierungen. Wir haben insgesamt 30 cm, also jeweils 10 cm. Habe ich jetzt einmal hier eine Markierung und dann noch einmal bei 20 cm, so dass unser Dreieck nachher überall gleich lang ist. Diese Mittellinien ritzen wir uns nachher auch einfach nur an mit dem Cutter, damit wir es einfach leichter knicken können. Das Ganze schneiden wir jetzt aus, entweder jetzt mit Cutter oder einer Schere, je nachdem, was ihr eben habt. Cutter, finde ich, geht einfach leichter, gerade bei so dicker Pappe. Ausgeschnitten ist es jetzt und jetzt fahren wir einmal unsere mittleren Markierungen mit dem Cutter nach. Das solltet ihr wirklich mit dem Cutter machen oder mit einem anderen spitzen Gegenstand. Das ist wirklich nur dafür da, dass wir es gleich schöner knicken können. Wenn wir das nämlich jetzt knicken, bildet sich von ganz alleine schon mal ein Dreieck. Und damit diese Kanten hier vorne einfach schöner sind, kleben wir jetzt hier einmal das Kreppband drauf, also wirklich nur auf die langen Seiten. So sieht das Ganze jetzt fertig aus. Jetzt müsst ihr euch entscheiden bzw. darauf achten. Wenn ihr jetzt ein Mittelstück von eurem Turm habt, braucht ihr wirklich nur die Kanten mit schönem Papier bekleben bzw. eben mit dieser Folie. Habt ihr aber ein Außenstück, muss es einmal komplett beklebt werden. Würde ich euch empfehlen, das Ganze vorher schon mal als Dreieck zu formen und auch wieder mit Kreppband zusammenzukleben. Das ist einfach ein Klebeband, was nicht eigentlich so auffällt. So, und dann könnt ihr das Ganze jetzt einfach rundherum mit eurer Folie bekleben. Ihr sollt darauf achten, dass ihr am Rand jeweils 2 cm offen lasst, beziehungsweise mehr nehmt, damit ihr es nachher schön reinfalten könnt. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel ein Mittelstück draußen machen wollt, dann braucht ihr nur so ein 5 cm Stück ungefähr hier rankleben, weil man das alles, diesen ganzen Korpus, sieht man nachher eigentlich gar nicht mehr, weil ja von rechts und links noch eins dagegen geklebt wird. Das ist aber schon mal unser Grundstück. Davon brauchen wir jetzt, je nachdem wie viele Stifte ihr habt, beziehungsweise wie ihr sortieren wollt, jede Menge. Ich finde sie sehr, sehr schnell gemacht. Und wenn ihr dann ganz viele habt, dann sieht das Ganze so aus. Also ihr seht, ich habe jetzt jede Menge Dreiecke gemacht und die habe ich aneinander geklebt mit ganz normalen Bastelkleber. Da braucht ihr nicht unbedingt einen Heißkleber. Ihr solltet nur am besten zur Stabilisation Wäscheklammer nehmen und dann habt ihr eine super Organisation für eure Stifte und ihr könnt sie alle nach Farben sortieren, was ich eben so cool finde, dass jetzt eben alle nach Farbe sortiert sind. Ich finde sie wirklich sehr, sehr cool und es geht so schnell und es ist so einfach gemacht und ja, ich finde besser als gekauft. Man kann sowas auch kaufen, ich glaube, ich habe das mal im Internet gesehen, aber es ist natürlich wieder unwahrscheinlich teuer und wir wollen ja ein bisschen nachhaltig sein, also ein bisschen Müll vermeiden. Und warum nicht aus alten Umzugskartons oder anderen Kartons, die wir haben, so einen tollen Organizer machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen und freue mich aufs nächste Video mit euch. Tschüss ihr Lieben!